Straße gefällt dir, oder? Ja, ja, sensationell. Das sind so die kleinen, die ich, noch kleinere würde ich ja noch viel lieber fahren, aber das ist schon ziemlich gut. Alabama, the beautiful. So, wir sind wieder in Alabama. Ja, we are online. Auf einer kleinen Straße. Und vielleicht mal vorab was zu all den Leuten, die uns da unterstützen. Hätte ich nie gedacht, was da über Facebook geht, beziehungsweise über YouTube. Wir haben so viele Hinweise bekommen, wie wir oder wo das Wasser aus unserem Auto herkommen könnte. Aber ihr habt nicht aufgepasst, Leute. Es ist nicht im vorderen Bereich, es ist hinterm Fahrersitz. Also nochmal googeln, gucken und sagt uns Bescheid. Das liegt vielleicht daran, dass du immer mal so Wasser lässt. Noch ein paar Worte zum Mississippi, apropos Wasser lassen. Mississippi gab es jetzt nichts Besonderes für uns. Grün, Autobahn. Jede Menge Sumpf. Autobahn, grün. Ein paar Krokodile bzw. Gators. Apropos Gators, es gab auch viel Deer, und zwar John Deere. John Deere, 1:16. Wunderbar verbaut aus Metall. Pete ist abgedreht, ne? Hat den ganzen Laden aufgekauft. Guck mal, wenn man in den John Deere Laden reinkommt, was da steht, ist das nicht cool? Ist der nicht cool? In Monum, da haben die auch John Deere oder bei Kaiserslautern, aber nicht solch ein Fahrzeug. Sensationell. Als Aufsitz. Traktor für Kinder. Ajo, für große und kleine Spielkinder, never ending story hier in Alabama. Sind wir in Alabama? Ajo. So, Grüße an Deutschland. Ich bin also nun endgültig unter die Farmer gegangen, kann ich so sagen. Ich werde hier eine neue Existenz aufbauen. Der Mick Deere, das bin ich, habe dazu beigetragen, dass dieses Fahrzeug hier kurzfristig entwickelt worden ist. Vom Tütenträger John Deere zum eigenen Fahrzeugbesitzer. Sieht nicht gut aus. Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Scheiße. Hat jetzt gedauert, exakt 10 Minuten, vom zum. Oh. Es war so ein bisschen wie bei NASCAR. Ja, war so Glück, haben wir einen Reservereifen. Ja, zum Glück war da Luft drauf. Und es ist Luft drauf, aber er ist etwas weicher, also da müssen wir in die nächste Abfahrt. Nächste Abfahrt. Dublin, Georgia. Auf dem Wasserturm steht's. Vielleicht kann man es wohl nicht lesen wegen des Gegenlichtes. Kann man überfallen. Sieht auf jeden Fall sehr irisch aus hier in Dublin. Stone Horse, das ist doch unser Platz. Ja, dann schieb doch mal diese Harley weg. Hallo Stone Horse, wir kommen. Das sieht doch genau so aus.